A message. Meet me at Carson's restaurant. Signed, Cassandra. Didn't you like the food? You've been poisoned. Poisoned? Now you must follow our orders. Do something for us within 36 hours, or you will die. We have the antidote, and we'll give it to you if you return in time. Damn, I'm in trouble. Und da sind wir bei The Flying Age. Eine kleine, sag ich mal, Kampagne. Sie ist jetzt nicht so besonders lang. Und ich habe sie bereits schon gespielt. Und wie wir schon erfahren haben, müssen wir ein bestimmtes Ziel erreichen, damit Garrett nicht Opfer des Giftes erliegt. Oder so. Los geht's. Airship Hangar. Und wir spielen es natürlich auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. So, find a way to sneak inside the flying balloon machine. That is stored in the hangar. Locate a secure hiding place and wait until the machine flies. Also wir sollen auf jeden Fall eine Flugmaschine kapern. Die Ziele haben wir hier gar nicht bekommen, okay. Auf jeden Fall sind das jetzt die Ziele, die wir machen müssen. Und ja, ich mag die Mission. Ich mag die kleine Kampagne. Ich habe sie bereits schon gespielt. Für einen wichtigen Moment dachte ich, ich sehe. Warte mal, kann man sehen, dass die ein anderes Wappen haben? Genau. Das sind zwar Mechanisten, aber das sind halt so spezielle Leute. Man sieht es ja hier an. Die haben ein ganz anderes Symbol, kein Mechanistensymbol drauf. Wir haben auch andere Lebenspunkte. Und da ist er. Der Hangar. Sorry, musste mal den Screenshot machen. Der war gerade so. Das war so perfekt. So, das ist unsere erste Mission. Infiltrieren. Was? Hallo! Was? Wer spricht da? Da sieht man's. Das Z. Wie Zorro. Und wir haben Flares bekommen. Großartig. Und überall Bilder vom Büro. Vom Zeppelin. Ich glaube, das war der hier. Genau. Wir müssen erstmal ein paar Informationen beschaffen, was zunächst zu tun ist. Vom CMD Jameson. The Propulsor Machine is in the maximum security storage room on the upper floor of Theta 1. Do call one Brown. Has a key. If you need anything, please come to me and ask. Also, The Propulsor ist das Ding, was wir stehlen sollen. Hier haben wir übrigens ein kleines Secret. Und hier haben wir noch eine Antwort von Commander Jameson. Quasi, was sich darauf befindet. Und hier sieht man, jetzt weiß man, wofür das Z steht. Steht für Theta One. Das ist der Name dieser Organisation, würde ich sagen. Oder sagen, oder des Zeppelins. Auf jeden Fall hat das was mit diesen Zeppelins zu tun. Und hier haben wir die Pläne. Das ist der Propulsor. Das ist das Ding, was wir stehlen sollen. Und es befindet sich an Bord von Theta One. Das heißt, wir müssen erstmal in die Luft dafür. Na, hier können wir auch noch ein bisschen was mitgehen lassen. Das zum Beispiel. Oder noch eine Flare, weil wir brauchen unbedingt noch mehr Flares. Und hier haben sie sehr viele Bilder und Artworks von Ballons. Ja, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Guck mal, da kann man sogar einen Hebel drunter sehen. Den sollte man sich merken, dass hier ein Hebel drunter ist. Deswegen wahrscheinlich auch der Pfeil. Da wollen wir rein. Da beginnt unser Abenteuer. Genauso wie hier, dieser Schalter und das Ding an der Seite. Es ist schon ziemlich pompös gemacht hier mit den Zeppelin. Aber egal,
Wir wollen hinein. Was ist das hier? Ach, noch eine Absperrung. Mehr gibt es, glaube ich, auch gar nicht erstmal zu sehen in dieser Mission. Hier hat jemand seinen Koffer liegen lassen. Leer. Egal, gehen wir mal hinein. You're under arrest. Es war eine Falle. Ja, das war Airship Hangar. Die erste Mission und die Einleitung in diese Kampagne. Ja, 3 Minuten nur gebraucht und das Secret bekommen. Und ein einziges Schloss geknackt. Wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Fan-Mission davon wieder. Also in der nächsten Kampagnenmission. Und macht's gut. Bis dann. Tschüss.